Eine ganz normale Kleinstadt im Münsterland. Mit einem klingenden Namen, der Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Wie kommt das eigentlich? Leonie Stephan kommt aus Hamburg. Sie reitet seit ihrem 7. Lebensjahr. Und auch ihr Beruf sollte mit Pferden zu tun haben. Vor 3 Jahren bewarb sie sich um eine Ausbildung zur Pferdewirtin. Ich wusste gar nicht viel. Also ich wusste eben, dass hier das Landgestüt ist, dass es eben die Pferdestadt ist hier in Deutschland. So bin ich dann nach Warendorf hierher gekommen und war auch echt positiv überrascht. Ich liebe einfach diesen alten Stadtkern, der auch so schön historisch ist, mit den alten Häusern, diese kleinen Straßen, auch alles noch mit Pflasterstein. Ich wusste vorher nicht, dass es hier so eine schöne Altstadt ist. Warendorf. Im Mittelalter war es eine bedeutende Stadt für Handelsreisende, die hier die Ems überqueren konnten. Heute sitzen hier über 1000 meist mittelständische Unternehmen. Er hat schon immer hier gelebt. André Auer arbeitet bei der Stadt Warendorf und erkundet den Ort an der Ems am liebsten aus der Luft. Warendorf hat nur 38.000 Einwohner. Und wenn man dann entweder überregional oder auch international unterwegs ist, im Urlaub ist und gefragt wird, wo kommst du her? Und dann die Antwort ist, ja, aus Warendorf. Dann ist es häufig so, dass man gar nicht viel erklären muss. Denn Warendorf ist weltberühmt als Pferdestadt. Hier sitzt das Deutsche Olympiadekomitee für Reiterei und die FN, der Bundesverband aller deutschen Reiter und Pferdezüchter. Die Bundeswehr zog nach. Erst kamen die Reiter der Sportfördergruppe. Inzwischen ist Warendorf Standort der einzigen Sportschule der Truppe. Nur 1 Kilometer entfernt, die Deutsche Reitschule. Angegliedert an die älteste der Pferdeinstitutionen in Warendorf, das Nordrhein-Westfälische Landgestüt. Eine Landesbehörde mit eigenen Stallungen. Christina Ankerholt hat lange in der Finanzverwaltung gearbeitet. 2018 wechselte die Juristin, begeisterte Reiterin und ausgebildete Pferdewirtin auf das landeseigene Gestüt. Im Dienstgrad einer Regierungsdirektorin. Wir müssen schon hier absolut gute Leistungen abliefern, weil es natürlich im Vergleich zu allen anderen hier vor Ort auffällt, wenn es nicht so ist. Aber wer in Warendorf gut ist, der ist in der ganzen Welt gut. Los ging alles mit den Preußen. Westfalen war Anfang des 19. Jahrhunderts eine der 9 Provinzen des Königreichs. Die westfälischen Züchter wünschten sich von Berlin die Einrichtung einer königlichen Zuchtinstitution. 1826 zogen schließlich 24 ostpreußische Hengste nach Warendorf. Es ging darum, die Zucht zu verbessern. Für die Bauern in der Umgebung und für den Einsatz im Krieg. Viele Vorgänge werden seit 50, 60, 70, 100 Jahren so gemacht. Manchmal ist das schön und manchmal ist es aber auch unsere Aufgabe, die Tradition mit der Moderne zu verbinden. Heute ist das Gestüt im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen. Es ist dem Landwirtschaftsministerium unterstellt. Thorsten Kneuper ist seit seiner Ausbildung auf dem Gestüt. Inzwischen ist er Hauptsattelmeister und damit Beamter im mittleren Dienst. Schon als Teenager war für den Reiter klar, dass er mit Pferden arbeiten wollte. Das hat irgendwie bei mir noch nie in Frage gestanden. Hab mich hier beworben, hab mich noch an 2 anderen Stellen beworben und Warendorf ist es geworden und war auch mein Wunschziel. Das Landgestüt in Warendorf ist eines von 10 dieser Art in ganz Deutschland. Hier leben rund 140 Pferde. Etwa 90 davon sind Deckhengste, sogenannte Landbeschäler. Ihr Sperma wird an Züchter verkauft, die damit ihre Stuten besamen. Das Landgestüt muss eine möglichst breite Auswahl und Hengste in sehr guter Qualität anbieten.
und die Preise erschwinglich halten. Außerdem hat das Landgestüt die Aufgabe, eine bedrohte Pferderasse vor dem Aussterben zu bewahren. Das rheinisch-deutsche Kaltblut. An das Gestüt angegliedert ist die Deutsche Reitschule. Die Lehrgänge und Prüfungen, die hier abgehalten werden, machen sie zum Zentrum der deutschen Berufsreiterei. Als Betrieb des Landes erhält das Gestüt öffentliche Mittel. Doch es hat auch die Verpflichtung, wirtschaftlich zu arbeiten und muss sich dabei mit privaten Hengsthaltern messen. Ich bin hier angetreten mit dem Wunsch, dass ein Landgestüt qualitativ mit den besten Privathengsthaltern konkurrieren muss. In Warendorf insbesondere. In Warendorf sind die besten Reiter der Welt angesiedelt und auch hier im Umfeld die besten Privathengsthalter. Im Gegensatz zu den privaten Betrieben kann das Landgestüt keine teuren Champions einkaufen. Um für die Züchterkundschaft dennoch Top-Adresse zu sein, müssen die Mitarbeiter der Behörde junge Hengste bestmöglich ausbilden. Dazu muss die Begabung der Tiere früh erkannt werden. Immer wieder schaffen es Pferde vom Gestüt sogar bis in die Weltspitze. Das steigert ihren Wert als Zuchthengste enorm. Wie bei Cornado und à la carte, die mit Weltklasse-Springreiter Markus Ening international erfolgreich sind. Neu in der Riege der tierischen Spitzensportler, der landeseigene Deckhengst Zoom mit Dressurstar Helen Langenhahnenberg. Reitsportlegende Isabel Wehrt hat mit Emilio den Nachfahren eines Landbeschälers unterm Sattel. Das ist schon toll, wenn man quasi am Wochenende im Fernsehen die Hengste des eigenen Betriebes sehen kann. Das macht schon stolz und macht viel Werbung für den Betrieb. Der große Sport kam 1950 mit dem Deutschen Olympiadekomitee für Reiterei nach Warendorf. Zunächst zog es in ein ehemaliges Militärgebäude. Dann baute man neu. Seit den 1970er Jahren sitzt hier auch der Bundesverband aller deutschen Reiter und Züchter. 91 olympische Pferdesportmedaillen gab es bislang für Deutschland. Keine andere Nation ist so erfolgreich. Die Stadt Warendorf hat die Namen der ruhmreichen Sportlerinnen und Sportler und die ihrer Pferde in der Innenstadt verewigt. Ich finde es sehr schön, dass man so auch immer wieder daran erinnert und es eben so erhalten bleibt. Ja, auch das Gefühl von, ja, vielleicht das Gefühl gewonnen zu haben, ne? Und was die Stadt ja auch ein bisschen eint. Einer wurde sogar Ehrenbürger von Warendorf. Hans-Günther Winkler zog 1950 wegen des Olympiastützpunkts in die Stadt. Sein Ritt bei den Olympischen Spielen 1956 hat Geschichte geschrieben. Im ersten Durchgang hatte sich Winkler einen Muskel gerissen. Hans-Günther Winkler. Er ist in der Mittagspause bandagiert worden. Wagt trotz seiner Verletzung den Ritt. Hier sackt er zum ersten Male tief in sich zusammen. Schmerzensschreie lösen sich nach jedem Hindernis aus seinem Munde. Sein Pferd Haller musste den Parcours ohne Führung meistern. Wir regen uns mit dir, wir springen mit dir. Spring du in den Himmel, Haller. Zwei Hindernisse noch. 13, glatt. Und jetzt wollen wir sehen, der letzte Sprung. Und es war das erste olympische Gold, das in die westfälische Kreisstadt ging. Aus Haller wurde die Wunderstute. Bis heute erinnert eine Bronzestatue am Olympiastützpunkt an das Pferd. Und Hans-Günther Winkler wurde zur Legende. Jeder Gestützwärter kommt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Aber keiner kann wie er an seinem eigenen Denkmal vorbeiradeln, pardon, an dem seines Wunderpferdes Haller. Fünf weitere Olympiateilnahmen folgten. Ergebnis insgesamt 5-mal Gold, 1-mal Silber, 1-mal Bronze. Das Lebenswerk von Hans-Günther Winkler ist untrennbar mit Warendorf verbunden.
2018 stirbt Hans-Günther Winkler, kurz HGW, mit fast 92 Jahren in Warendorf. Bis heute ist er ein großes Vorbild. Lara Weber ist Sportsoldatin am Stützpunkt in Warendorf und Mitglied der Perspektivgruppe des Olympiadekomitees. Sie reitet einen der landeseigenen Deckhengste. Die Atago habe ich jetzt seit ungefähr 3 Jahren. Er wird mir durch die Perspektivgruppe hier vom DOKR und dem Landgestüt zur Verfügung gestellt. Und ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, die Atago zu reiten. Wir sind sozusagen beide zusammen in den großen oder größeren Sport reingewachsen. Ist er gut drauf? Ja. Er sieht ein bisschen müde aus heute. Meine Eltern sind hobbymäßig geritten, aber wir haben jetzt keinen eigenen Stall oder Hof, dass man da jetzt solche Trainingsmöglichkeiten hätte zu Hause wie hier. Deswegen ist es für mich einer der besten Standorte in ganz Deutschland zum Training und um einfach in dem Sport weiterzukommen. Die 23-Jährige gehört zu den deutschen Nachwuchshoffnungen im Springreiten. Regelmäßig trainiert die Unteroffizierin mit dem Bundestrainer. Wir arbeiten hier mit Reitern, die schon auf einem sehr hohen Niveau angekommen sind. Und die werden hier in diesem Lehrgang noch mal gesichtet. Ich will die Pferde auch noch mal sehen, ob die tatsächlich auch dem Niveau entsprechen. Gleich bei ihrem ersten Start in der Damenkonkurrenz wurde Lara westfälische Meisterin. Auf dem Niveau sind Kleinigkeiten entscheidend. Wichtiger Punkt: der ideale Weg zum Hindernis. Es ist nicht so, dass das Pferd das immer alles alleine macht. Man muss als Reiter schon den Galoppsprung vorbereiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Und das muss mit einer Leichtigkeit passieren, dass man das von außen gar nicht sehen kann. Und deswegen arbeiten wir an diesen ganz kleinen Details, die eben fast nicht dann sichtbar sind, aber für uns schon. Komm zum Abschluss, sitzt mit Lara. Wenn Lara mit Diatago erfolgreich ist, profitiert auch das Landgestüt. Denn ein erfolgreiches Pferd lässt sich gut vermarkten und stärkt den Ruf von Warendorf. An der Deutschen Reitschule werden Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister aus ganz Deutschland geprüft, Turnierrichter und Parcoursgestalter geschult. Galoppschritt ist jetzt weniger wertvoll, ne? Lisa Lehmann ist die stellvertretende Leiterin der Schule. Nachgeben. So, beide Hände, ne? Nicht nur innen, beide Hände. Und wieder an nachgeben. So, besser. Hast du das gemerkt? So, wir wollen 5 Pferde in dem einen Viereck haben und 5 in dem anderen. Und die, die jetzt nichts mehr hier zu suchen haben, verlassen die Bahn bitte. Gut 100 junge Menschen aus ganz Deutschland haben sich in diesem Jahr um einen Ausbildungsplatz auf dem Landgestüt beworben. Als Pferdewirte in den Fachrichtungen Reiten, Zucht und Haltung und Service. Die Standardbewerbung, da steht drin, seit ich 6 Jahre alt bin, reite ich. Ich liebe Pferde über alles. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als mit Pferden mein Geld zu verdienen. An mehreren Auswahltagen werden je 15 Kandidatinnen und Kandidaten gleichzeitig eingeladen. Ich hole die jetzt, ne? Ja. Die ersten 10 Teilnehmer dürfen jetzt aufs Pferd und ja, dann geht's los. Eine Kommission um Gestützleiterin Christina Ankerhold achtet unter anderem darauf, wie die Reitenden auf die Tiere einwirken. Durch Verlagerung des Gewichts, Schenkeldruck und Zügelhilfe. Leonie Vogt hat die Aufnahmeprüfung vor 2 Jahren geschafft. Sie ist angehende Pferdewirtin in der Fachrichtung klassische Reitausbildung. Wir sind natürlich auch alle ganz gespannt und versuchen immer so ein bisschen da mitzugucken, weil wir wollen natürlich auch wissen, wer so die zukünftigen Kollegen sein werden. Die werden wahrscheinlich auch sehr nervös sein, so wie ich es damals auch war. Als erstes war direkt das Reiten, also vorher kein Gespräch oder so, sondern direkt das Reiten. Das ist ja auch so ziemlich das Wichtigste hier. Die Deutsche Reitschule hat spezielle Lehrpferde, die bei solchen Prüfungen eingesetzt werden. Die Kandidatinnen müssen während des Vorreitens die Pferde wechseln.
Und diese Pferde sind Profis in ihrem Job und können einen Reiter, wenn er es kann, gut aussehen lassen. Aber wenn da die Hilfengebung und die Feinkoordination weniger abgestimmt ist, sieht man das dann oder sehen wir das ziemlich deutlich. Wer sich für die klassische Reitausbildung bewirbt, muss viel Erfahrung haben und jedes Pferd sicher reiten können. Teilweise überschätzen sie ihre eigenen Fähigkeiten. Das heißt, sie denken, oh, reiten, 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 toll, ein bisschen mit dem Pferd spielen und putzen. Der Beruf Pferdewirt ist ja, klingt ja erstmal total toll für viele und dann kommen da die kleinen Pferdemädels, die so einmal die Woche in eine Reitschule fahren und ein bisschen Unterricht reiten und die denken dann auch, dass sie diesen Beruf machen könnten, aber das ist meistens dann nichts für die. Dann über Trabe einen Handwechsel vornehmen und das Gleiche auf der anderen Hand auch nochmal. Beim eigentlichen Vorreiten sind Filmaufnahmen nicht erlaubt. Wer das besteht, darf anschließend zum Vorstellungsgespräch. Aber in dem Beruf geht es nicht nur ums Reiten. Die Pferde sind das Kapital des Gestüts und müssen rund um die Uhr versorgt werden. Wenn man mit Tieren, speziell mit Pferden arbeitet, dann erwartet man, dass man immer erst die Pferde im Fokus hat und dann kommt alles andere. Weihnachten müssen die auch gefüttert werden und müssen Bewegung haben an den Feiertagen, am Wochenende. Ne? Und das wird häufig unterschätzt. Gleiches gilt für die körperliche Belastung. Am Anfang war es ganz schlimm, am Anfang der Ausbildung, die erste Woche, da taten mir so die Füße weh. Aber dann habe ich mir erstmal Einlagen, orthopädische geholt. Das ist schon auf jeden Fall körperlich anstrengend. Man ist ja den ganzen Tag unterwegs. Jetzt hatte ich auch heute Bewegedienst. Das heißt, man läuft den ganzen Tag wirklich von A nach B. Dabei führt man die Tiere über das ganze Gelände, in den Auslauf oder in die Bewegemaschinen. Fast alle der jüngeren Mitarbeiter auf dem Landgestüt sind weiblich. Etwa 20 Jahre ist es jetzt, dass erstmals Frauen eingestellt worden sind. Vorher war das ein reiner Männerbetrieb. Es gab nur Männer. Es war undenkbar, dass eine Frau mal die Leitung eines Landgestüts übernimmt. Früher stammten die Mitarbeiter meist von den landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung oder kamen vom Militär. Junge Männer bewerben sich fast gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr mehrere hundert weibliche Bewerbungen und zwei männliche. Im nächsten Lehrjahr werden es 9 neue Kolleginnen und 1 neuer Kollege sein. Was die Arbeit auf dem Landgestüt für viele attraktiv macht, man ist im öffentlichen Dienst angestellt. 30 der rund 80 Mitarbeitenden haben Beamtenstatus. Hi, na? Das ist 30. Der Pluspunkt für die Azubis: Sie können in WGs direkt auf dem Gelände wohnen. Ist schon spät. Ja, ich muss zum Pferd. Ja. Bis nachher. Ja, mach mal schnell. Ja. Genau. Essen wir zusammen? Ja, auf jeden Fall. Top, bis nachher. Die Dienste wechseln wochenweise. Vor dem Dienstende um 17 Uhr geht es noch einmal für eine Stunde zum Füttern in den Stall. Für wen ist das? Zur Spätrunde nach 20 Uhr muss man erst ab dem dritten Lehrjahr. Morgens um 6.30 Uhr beginnt auf dem Gestüt der Arbeitstag. 140 Tiere müssen gefüttert, genauso viele Pferdeboxen ausgemistet werden. Im Februar beginnt die Decksaison. Einige der Hengste verlassen Warendorf deshalb für ein paar Monate. Sie werden auf eine der weiteren 17 Deckstellen im Land gebracht. Gasse, Den wenigen Stuten des Gestüts kommt eine besondere Aufgabe zu. Shakira macht heute den Auftakt. Sie wird als erste die Animierstute sein. So heißt das hier offiziell. Leonie Stephan hat den Fachbereich Haltung und Service bereits abgeschlossen. Aktuell hängt sie noch ein Jahr Zucht dran.
Obersattelmeister André Scheibe ist in der Besamungsstation im Einsatz, der entscheidenden Stelle bei der Pferdezucht. Keine Falten. So, ganz wichtig, wenn der Hengst kommt, einen Helm aufsetzen. Ja? Ganz wichtig, geht da manchmal ein bisschen zur Sache, dass du ein bisschen einen kleinen Schutz hast. Ist dir schon mal was passiert dabei? Zum Glück noch nicht, aber ich möchte es auch nicht erleben. Nee, das stimmt. So, erstmal schön weit hier am Rand. Ja. Weil wenn der Hengst reinkommt und wild ist. Ja, dann gehe ich noch ein bisschen hierher. Wenn sie mal abgeht, ne, dass du rückwärts weg kannst. Ne? Ich bin eigentlich relativ ruhig, ein bisschen gespannt auf die Situation, weil ich das jetzt das erste Mal miterlebe auch, wie das so funktioniert und abläuft und ja, einfach Interesse dran habe und jetzt hoffe, dass ich auch was dabei lernen kann. Leonie muss sich nah am Fluchtweg aufhalten, damit sie dem Hengst nicht zu nahe kommt. First Deal ist ein erst vierjähriger Hengst, rund 600 Kilogramm schwer. Den aufgebrachten Hengst im Zaum zu halten und schließlich auf das sogenannte Phantom zu führen, erfordert Durchsetzungskraft und Erfahrung. Der Obersattelmeister entnimmt den Samen. Jetzt hat er es geschafft. Unmittelbar nach dem sogenannten Sprung wird der Samen untersucht und aufbereitet. Jetzt könntest du mal gucken, was du dazu sagst. Probiere ich mich mal da dran. Hier sieht man jetzt die kleinen Spermien. Und ja, einen großen flimmernden Haufen. Und die meisten sind ganz fleißig. Und dann gibt es einige, die sind ein bisschen weniger fleißig. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen Erfahrung benötigt, ja, um da das schnell zu sehen. Ne? Rund 30 Deckhengste werden täglich auf das Phantom geführt. Die Warendorfer Hengste genießen einen weltweiten Ruf. Andrea Sieg ist Tierärztin und Pferdezüchterin. Vor über 20 Jahren ist die Deutsche in die USA gezogen. Jeden Winter kommt sie nach Warendorf, um Samen für amerikanische Züchter zu kaufen. Ein komplexes Geschäft. Wir müssen von den Hengsten Blutproben, Tupferproben, Samenproben ins Labor schicken, in der Hoffnung, negative Ergebnisse zu erhalten. Wir müssen die Hengste vor den Beprobungen 4 Wochen in Quarantäne stellen. Und erst dann können wir mal beginnen, Samen einzufrieren, der dann exportiert werden darf. Deshalb wird Samen für den Überseeexport nur alle paar Jahre tiefgefroren eingelagert. Bei Top-Hengsten wie Zoom können die Vorräte schon mal knapp werden. Wie viele Dosen sind noch da? Ich brauche nicht so viel wie letztes Jahr. Ich brauche nicht so viel. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, 80 Dosen verkauft. Ja. 2 nur noch da? Mehr kriegen Sie nicht. Nee, das kann nicht sein. Ich muss ein paar mehr haben. Wie viel kann ich kriegen? 20 nicht? 15? 10? 15. Ihre Empfehlung ist entscheidend für die amerikanischen Kunden. Für Samenform, ist das schon unterm Sattel? Ist unterm Sattel, unterm fangen Sattel. Wir jetzt mit an. Genau. Das ist immer wieder schön. Für mich ist es immer wieder so ein Gefühl, zum Landgestüt zu kommen. So ein bisschen, man ist zu Hause halt. Und man kennt die Tiere zum Teil auch und dann guckt man sich die neuen an. Aber es ist doch immer wieder schön zu sehen, dass viele Hengste auch sehr, sehr lange hier bleiben. Hier haben wir unseren Sir Heinrich. Hast du ja schon in den USA den Samen. Ja, haben wir auch schon einen Fohlen von. Der wird jetzt 3 dieses Jahr angeritten. Für einige der Hengste hat Andrea Sieg Vorbestellungen. Anderen Samen kauft sie auf Vorrat ein. Die Amerikaner lieben natürlich auch Tradition. Dann kommt man hier hin und hat diese alten Gebäude, diese tolle Stallung da hinten mit diesen Gewölbekuppeln. Aber das ist natürlich schwierig, die Pferde sich anzuschauen. Das muss ich dann weitergeben. Ja, ich kenne den Hengst. Ich war selber im Stall. Ich habe das Pferd angefasst. Der ist super nett im Umgang. Auf sowas muss man dann vertrauen halt. Das kann man nicht auf Videos sehen. Über 100 Dosen Pferdesamen kauft Andrea Sieg jedes Jahr in Westfalen. Den Großteil davon auf dem Landgestüt. Je nach Hengst kann sie später bei ihren amerikanischen Kunden zwischen 500 und 900 Dollar für eine Dosis verlangen. Das Sperma kommt tiefgefroren in den Container und geht mit Stickstoff gekühlt auf die Reise.
Eine Amtstierärztin überwacht die Befüllung des Containers. Sie muss das Behältnis verplomben, bevor die Ware im Wert von mindestens 50.000 Euro per Kurier auf den Weg in die USA geht. Einmal ist mir tatsächlich passiert, dass das TG-Sperma in den USA ankam. Und diese Blombe, die der Amtstierarzt hier gesetzt hat, die war offen. Dann haben die mich direkt angerufen und haben gesagt, der Samen muss vernichtet werden. Dann habe ich natürlich in Panik, wertvoller Samen, gesagt, auf jeden keinen Fall vernichten. Ja, dann muss er zurückgeschickt werden. Und dann ist der Samen hier im Landgestüt nochmal neu mit Stickstoff wieder aufgefüllt worden, der Container neu verblombt worden, alles wieder amtstierärztliche Papiere ausgefüllt worden, ist dann wieder in die USA geschickt worden und dann ist alles in Ordnung gewesen. Auch in weite Teile Europas und sogar bis nach Australien wird exportiert. Die Kreisstadt Warendorf profitiert vom internationalen Flair und den großen Namen. Wenn zum Beispiel Olympische Spiele waren und hier die Veranstaltungen sind, Empfänge stattfinden. Da sieht man auch dann mal Stars aus der Reiterei einfach so ganz normal am Bierwagen stehen und mitfeiern. Und das ist natürlich auch sehr schön, weil dann diese Stars auch so richtig zum Anfassen sich unter das Publikum mischen. Und es ist für jeden sichtbar, wenn die Großen kommen. Ingrid Klimke zählt seit 20 Jahren in der Vielseitigkeit zur Weltspitze. 2 bis 3 Mal im Monat kommt sie mit mehreren Pferden von ihrem Wohnort Münster nach Warendorf zum Training am Olympiastützpunkt. Heute mit Bundestrainer Hans Melzer. Vielseitigkeit ist eine Kombination aus Gelände, Dressur und Springreiten. Entsprechend muss das Übungsgelände beschaffen sein. Deshalb ist ein Training in Warendorf für alle deutschen Spitzenreiter ein Muss. Also ich wüsste jetzt hier ehrlich gesagt in ganz Westfalen oder in Deutschland nicht viele Plätze, wo es solche Möglichkeiten gibt. Also man hat nicht jetzt ein festes Hindernis, springt immer wieder rüber, sondern hier wird immer wieder was Neues variiert, neu aufgebaut. Und dieses Abwechslungsreiche, gerade für die jungen Pferde, das macht es wirklich aus. Die Trainingsbedingungen in Warendorf sind einer der wichtigen Bausteine von Klimkes Erfolg. 2 Gold- und 1 Silbermedaille bei Olympischen Spielen sowie zahlreiche WM- und EM-Titel hat sie ins Münsterland geholt. Doch vor dem Reit steht das Gedächtnistraining. Ingrid, springst einmal kleine Palisade raus, springst die kleine Doppelhecke, ja. Kante hoch, ein Galoppsprung, Schweinerücken. Und reizt die andere Doppelhecke aus dem Rechtsgalopp, die Trippelhecke. Die aus dem Rechtsgalopp, ja. Linkswendung Trippelhecke, Linkswendung Trippelhecke. Gut. Mit 6 ihrer Pferde trainiert die Vielseitigkeitsreiterin heute auf der Geländestrecke. Der 16-jährige Hale Bob, genannt Bobby, ist mehrfacher Europameister und hat bei Olympia 2014 Silber gewonnen. Der sucht jeden Weg und ist so mutig und unerschrocken, als ich würde mit ihm alles springen. Weil ich genau weiß, wenn ich den passenden Weg ihm zeige, dann springt er rüber und macht das einfach gerne. Man merkt so richtig, nein, pst, der ist in seinem Element. Wenn er draußen im Gelände galoppiert und springt, das ist einfach seine Lieblingsübung. Vor allem nach dem Winter ist es wichtig, die Tiere wieder an das Gelände zu gewöhnen und Kondition aufzubauen. Dafür ist der Trainingsort Warendorf optimal. Eigentlich gibt es bei jedem Training, kommt man raus und hat immer 1, 2 gute Ideen, wo man wieder dran arbeitet und was man fürs nächste Mal besser machen kann. Münster-Harndorf. Jedes Jahr im Herbst gibt es einen wichtigen Termin für Kaltblutzüchter. Sie stellen vor dem Westfälischen Zuchtverband ihre jungen Hengste vor. Bei der sogenannten Körung entscheidet sich, ob die Tiere offiziell zur Zucht zugelassen und damit besser vermarktet werden können. Züchter Tobias Nenes stellt den 2,5-jährigen Eddie vor. Willkommen im Rheinland.
Und wir sind ja nicht ganz zwei Stunden, anderthalb Stunden sind wir gefahren. Ja, und dann wurde halt im Auto, desto näher wir gekommen sind, wurde halt immer, dann hat man die anderen Hengste gesehen. Und dann vergleicht man auch immer so ein bisschen. Ist nicht so von heute auf morgen direkt, dass man ein super Pferd züchtet. Das ist einfach so. Da muss man viel für probieren, machen. Passt ja auch nicht immer alles. Wenn man wüsste, die Stute mit dem Hengst würde einen Knaller geben, würde jeder können. Er hätte seinen Eddie schon als Fohlen verkaufen können. Doch er wollte es selbst versuchen mit der Aufzucht. Natürlich ein Risiko für ihn und seine Lebensgefährtin. Gemeinsam haben sie das Pferd vorbereitet und präsentieren es heute beim Zuchtverband. Dann sind halt 2,5 Jahre eine lange Zeit und dann sieht man halt, ob man richtig gemacht hat oder halt eben nicht. Aussehen und Körperbau entscheiden mit darüber, ob Eddie ein Deckhengst werden kann. Ein paar Härchen für die DNA. Damit kann seine Abstammung nachgewiesen werden. Alle Hengste haben eine tierärztliche Bescheinigung. Vor Ort werden sie noch einmal von einem Veterinär untersucht. Eine erste Hürde. Hey. Man ist halt auf das Urteil am Ende des Tages angewiesen. Da wird dann erst deutlich, ob sich die Arbeit, die man die letzten Monate da reingesteckt hat, ob sich das auszahlt. Wichtiger Tag auch für Thorsten Kneuper vom nordrhein-westfälischen Landgestüt. Er braucht neue Hengste der Rasse rheinisch-deutsches Kaltblut. Wir haben den öffentlichen Auftrag, diese Tierrasse auch zu erhalten. Und da sorgen wir auch dafür, dass das Genpotenzial breit genug aufgestellt bleibt. Die Hengste müssen vor einer Kommission bestehen. Diese entscheidet anhand von Aussehen, Charakter und Gesundheit, welches Tier die Voraussetzungen hat, seine Gene weiter zu vererben. Gleichzeitig mustern Kaufinteressenten wie Thorsten Kneuper die Tiere. Auch andere Landgestüte versuchen heute, hier Hengste zu kaufen. Da ist es natürlich spannend, ob man es schafft, dann einen wirklich zu erwerben. Oder ob die anderen schneller sind oder mehr Geld ausgeben. Das ist eine spannende Situation. Der nächste Hengst, wie im Katalog, sein I2, am 23. März geboren. Wenn Eddie hier heute durchfällt, also nicht gekürt wird, ist er kein eingetragener Zuchthengst. Das wäre ein enormer Wertverlust. Gemessen dieser Hengst am heutigen Morgen Stockmaß 161. Man wünscht sich schon, dass vielleicht auch das Landgestüt am Ende Interesse an dem Hengst hat, wenn er gekört ist, weil man da einfach die beste Möglichkeit sieht, den Hengst am Ende zu vermarkten. Thorsten Kneuper muss nicht nur schnell erkennen, welche Hengste die besten sind, sondern auch die Züchter für einen Kauf zu möglichst günstigen Konditionen begeistern. Das geht nur mit Kompetenz und einer gewissen Freude am Spiel. Als nächstes präsentieren sich die Hengste in der Halle. Eine Vorstellung, die den Pferdeprofis wertvolle Informationen liefert. Wie traben und galoppieren sie? Welches Temperament zeigen sie? Kneuper hat ein paar Hengste ausgemacht, die für das Landgestüt interessant sind. Doch es gibt natürlich auch Konkurrenz. Man muss sich die Leute dann quasi an die Seite ziehen, sich mit denen unterhalten und versuchen, den unser Landgestüt schmackhaft zu machen. Weil wir wollen ja nicht einfach Unmengen an Geld ausgeben, was wir arbeiten mit öffentlichen Mitteln, wir natürlich auch nicht tun können. Der Hauptsattelmeister steht in ständigem Austausch mit Gestütschefin Ankerholt, die zeitgleich auf einer anderen Körung unterwegs ist. Sie trifft alle finanziellen Entscheidungen. Müsste ich mir eben schnappen. Ich spreche den Besitzer des interessanten Hengstes an, ob er Interesse hat, ihn grundsätzlich an uns, an das Landgestüt zu verkaufen, und stelle dann eine Verbindung mit Frau Ankerholt am Telefon her, die dann verhandeln wird. Bei einem Hengst wird Kneuper von einem anderen Käufer überboten. Mit zwei Züchtern aber wäre das Landgestüt handelseinig. Ob deren Hengste überhaupt zur Zucht zugelassen werden, entscheidet die Jury. Man ist jetzt schon nervös, weil ich habe gesagt, der und der ist vielleicht interessant.
Und jetzt ist es auch für mich spannend zu sehen, ob die dann auch gekürt werden. Wer nicht gekürt wird, bleibt Freizeit- oder Arbeitspferd. Galopp Nummer 10, der Hengst ist gekürt. Herzlichen Glückwunsch. Verschiedene Kaltblutrassen kommen zur Vorstellung. Bei der Katalog Nummer 9, meine Damen und Herren, waren wir uns einig, ein Hengst, der im Rassetyp dem Schwarzwälder hier schön abzeichnen kann und ihn auch schön darstellen kann, jedoch in der Bewegungsgüte leider die Wünsche etwas offen gelassen hat. Deswegen der Hengst ist nicht gekürt. Vielen Dank für die Vorstellung. Bislang wurde Tobias Nenes mit keinem Käufer handelseinig. Katalog Nummer 2. Der Hengst ist gekürt. Dass Eddie offiziell zur Zucht eingesetzt werden darf, macht ihn auch für Hauptsattelmeister Kneuper interessant. Ein Telefonat mit der Chefin. Hallo. Ein Gespräch mit dem Züchter. Dann wechselt Eddie für einen mittleren vierstelligen Betrag den Besitzer. Gut gelaufen. Wir haben noch einen Hengst gekauft. Ja. Gekürt und verkauft. An das Land Nordrhein-Westfalen. Ja. Aufregend, absolut aufregend. Die am Warendorfer Landgestüt wissen natürlich bestens, woraus aus ankommt, so ein junges Pferd auszubilden. Und ich glaube, jetzt steht ihm eine gute Zukunft bevor. Als Zuchthengst im Staatsdienst. Als bestes Pferd wird ein anderer ausgezeichnet. Nevio. Und Thorsten Kneuper hatte den richtigen Riecher. Diesen Hengst hatte er schon vor dem Juryurteil für das Landgestüt gekauft. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Hey, der Sieger! Das ist richtig gemacht. Sieger. Ja, wir haben ihn, wir. Ne? Team, Teamarbeit. Das ist auch ein wichtiger Schritt für den Erhalt des rheinisch-deutschen Kaltbluts. Von den nur noch 126 Hengsten überhaupt leben 25 auf dem Landgestüt in Warendorf. Der Höhepunkt des Jahres für alle Pferdefreunde in Warendorf und Umgebung sind die Hengstparaden. Seit mehr als 120 Jahren schließen die großen Veranstaltungen die Decksaison in Warendorf ab. Monate vorher sind wir schon in den Vorbereitungen für die Hengstparade, um die Schaubilder zu üben, um uns zu überlegen, welche Pferde gehen bei welchem Schaubild mit und wer reitet die Pferde. Und zwischendurch muss man auch immer noch mal was umstellen, weil dann doch ein anderes Pferd besser passt. Jedes Jahr im Herbst bereiten sich alle in der 7 Hektar großen Anlage auf tausende Besucher vor. Die Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen nutzen dann die Chance, sich ihre Pferde mal aus der Nähe anzuschauen. Wenn die Hengstparaden sind, dann merkt man einfach, dass viele Fremde, viele Touristen in der Stadt sind. Und man geht auch oft selbst hin. Also bei mir war es zum Beispiel in der Kindheit auch ganz selbstverständlich, dass man einmal zumindest im September zu den Hengstparaden gegangen ist. Reiten, fahren. Das Ergebnis vieler Jahre harter Arbeit wird nun in einem 3,5-stündigen Programm der Öffentlichkeit präsentiert. Für mich ist natürlich so, dass die Verantwortung sehr groß ist. Wir hoffen, dass alles gut klappt. Wir haben mit Tieren zu tun. Wir haben am Ende nicht alles 100% in der Hand. Das ist schon ein großer Druck. Rombach ist mit 27 Jahren der älteste Hengst im Stall. Seit 22 Jahren ist er bei den Hengstparaden dabei und Liebling von Thorsten Kneuper. Wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre miteinander hier unterwegs und dann wächst man auch so ein bisschen zusammen. Dann macht die ganze Sache auch noch mehr Spaß. Rombach zeigt sein Können bei den sogenannten Warendorfer Spezialisten. Einem Schaubild, in dem die Reiter auf ihren Pferden schwierigste Dressurübungen präsentieren. Es ist seit vielen Jahrzehnten einer der Höhepunkte der Parade.
Gestützwärterin Sarah Kemper steht nun ein akrobatischer Auftritt bevor. Bitte. Meine Handschuhe auch. Dabei spielen zwei Kaltbluthengste die entscheidende Rolle. Man muss denen halt auch ein bisschen vertrauen einfach. Also ich meine, das sind zwei Kaltblüter, die wiegen 800 Kilo jeweils. Wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Dann habe ich da auch nichts mehr drauf zu melden. Die sogenannte ungarische Post ist pure Artistik. Ein Balanceakt, der der Reiterin alles abverlangt. Kondition und jede Menge Mut. Da muss sie natürlich ihr Gleichgewicht halten, die Pferde dabei noch lenken, bremsen. Muss sie schon sehr Kontrolle darüber haben. Oh, Vorsicht! Irgendwo muss ich durch. Ich komme jetzt vorbei und rein. Wenn sie dann rausreitet, wird das Tempo schon mal erhöht und dann denken auch alle, hoffentlich geht das alles gut. Sarah Kemper, hier ist die ungarische Post in Warendorf. Ein Spektakel für die Zuschauer, ein Adrenalinkick für die Reiterin. Jetzt bin ich fertig. Also das ist schon sehr anstrengend, wenn man dann runter ist. Ja, es geht halt extrem in die Beine und dann, jetzt bin ich platt. Auch das hat hier Tradition. Seit über 90 Jahren bildet die Dressurquadrille den Abschluss jeder Hengstparade. Am Schluss folgen noch die Ehrungen durch die Gestützleiterin. Wenn die Parade vorbei ist, dann ist es schon so, dass eine Riesenlast von meinen Schultern fällt. Also meine Familie weiß das. Dann ist so der Moment, in dem ich durchatme und denke, ja, geschafft. 2020 werden in Warendorf zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie keine Hengstparaden stattfinden. Dennoch lohnt sich immer ein Besuch. Wenn man hier die Emslandschaft erkunden möchte, ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß, dann kann man auch, wenn keine Pferdeveranstaltungen sind, nach Warendorf kommen und sich einfach mal hier ein ganz wunderbares Stückchen Münsterland anschauen. Das Glück der Erde liegt für die Warendorfer eben nicht nur auf dem Rücken der Pferde.